Crash an den Kryptomärkten. Ja, über $1 Billion an Wert wurde zeitweise vernichtet. Der Bitcoin eingebrochen, Ether, Ripple, alle in Mitleidenschaft geraten. Denn China lehnt Zahlungen mit Kryptowährungen ab. Ist das jetzt eine einmalige Chance, günstig einzusteigen in die Kryptos oder der Anfang vom Ende? Ich sehe es sowohl als auch. Ich glaube, dass die Entscheidung aus China schon ein Gamechanger ist, zumindest für die bestehenden Kryptowährungen. Allerdings ist so viel Volatilität im Markt, dass sich ein Einstieg mit Sicherheit in irgendeiner Form lohnen wird. Und alle Akteure sind im Moment noch in Kryptos drin. Und das ist der Zock im Moment. Und von daher ist es durchaus noch eine Möglichkeit, in der einen oder anderen Form einzusteigen und auch wieder auszusteigen. Ich glaube, bei Bitcoin wird es schwieriger werden, eben weil es unreguliert ist. Und China hat ja schon angedeutet, dass es dieses Unregulierte oder die starken Schwankungen nicht akzeptieren will als Zahlungsmittel. Aber es wird Krypto in irgendeiner Form mit Sicherheit in Zukunft als Anlageform mit Sicherheit Bedeutung gewinnen. Außerdem unser Thema Rallye bei Rohstoffen und Gold auf einem 4-Monats-Hoch. Wir schauen natürlich wieder auf die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie, unter anderem auf EasyJet. Das alles jetzt bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Die Kryptos im Fall, die Rohstoffe im Aufstieg, Kupfer, Stahl, Lithium, alle sind auch wegen der Energiewende stark gefragt und Gold auch wieder deutlich nach oben gegangen. Ist das jetzt eine gute Alternative für Anleger? Nach wie vor sind die Rohstoffpreise sehr stark unterlegt. Der CRB Composite Index hat seit Beginn der Pandemie um 50% zugelegt und ist nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Also Rohstoffe sind im Moment durchaus eine Alternative. Bei Gold sehe ich weniger Chancen, weil mit anziehenden Renditen bei den Anleihen kommt Gold normalerweise unter Druck. Und von daher rechne ich nicht, dass es bei Gold zu einem Überflieger kommen wird. Bei den Top-Empfehlungen schauen wir gleich nochmal ganz genau auf Gold, jetzt aber erst einmal die Bildungsangebote. Die Bildungsangebote der Finance School of Trading sind jetzt für euch online. Börsenausbildung, Börsenbriefe und Handelssignale. Registriert euch einfach kostenfrei und ab einer Kontogröße von 2000 Euro könnt ihr die Förderung beantragen. Dann gibt es zum Beispiel die Trading-Ausbildung von André Stagge für 3 Monate kostenlos oder den Börsenbrief Aktien für alle von McKnauf für ein ganzes Jahr. Die Anmeldung und alle Infos zu den Bildungsangeboten findet ihr unter financeschool.de. Erst schaffte es der DAX in dieser Woche auf ein neues Allzeithoch, dann ging es doch wieder nach unten. Was bewegt denn jetzt die Märkte zurzeit? Ja, zum einen haben wir viele positive Effekte eben durch die bevorstehenden Lockerungen und auch das Abflauen der Pandemie. Auf der anderen Seite haben wir natürlich an der Preisfront enormen Auftriebswelle und die sorgt natürlich dafür, dass die Notenbanken nicht mehr in Zukunft so bereitstellen können, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Und das drückt natürlich hier ein bisschen, wenn es um neue Höchststände geht, drückt es dann doch ein bisschen auf die Euphorie. Allerdings sind die Märkte eben auch durch die positiven Effekte wie das Abflauen der Pandemie natürlich nach unten auch abgesichert. Ja, die technischen Indikatoren deuten zumindest darauf hin, sowohl Bollinger-Bänder als auch, wenn ich die 30-Tage-Linie sehe, die bei 15.200 etwa ist und die 200-Tage-Linie, die bei 13.700, die ist sehr weit weg. Und es deutet doch vieles darauf hin, dass wir uns im Bereich zwischen 15.1 und 15.5 bewegen werden. Und wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen. Ja, so ziemlich alle Aktien aus der Reisebranche haben zu Beginn der Corona-Pandemie im letzten Jahr mächtig federn lassen müssen. So auch die Aktie von EasyJet. Das Wertpapier des Billigfliegers konnte dann aber einen tragfähigen Boden ausbilden. Erst gegen Jahresende 2020 startete eine vorsichtige Erholungsbewegung.
Die Analysten sehen hier eine Longchance. Während die Urlauber in den Startlöchern stehen, nehmen Anleger erst einmal Gewinne mit. Rücksetzer sollten jetzt zwingend einkalkuliert werden und würden nach der Rallye der letzten Monate eine gesunde Konsolidierung einleiten. Spätestens dann könnte aber die übergeordnete Aufwärtsbewegung Fahrt aufnehmen. Trotzdem Vorsicht bei einem Investment in die Reisebranche. Es gibt noch etliche Unsicherheiten. Und wir schauen auf Gold. Ja, in dieser Woche lief es wieder gut und das Gold versucht sich über eine wichtige Hürde hinwegzusetzen, nämlich über 1865 US-Dollar. Angefeuert wird die Goldrallye unter anderem von weiter anhaltenden Inflationsängsten. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen auch hier eine Longchance. Sollte sich zum Ende dieser Handelswoche ein eindeutiger Kursanstieg über dieses Niveau abzeichnen, würde der nächste Zielbereich um 1920 Dollar in den Fokus der Händler geraten. Darüber könnte sogar ein Test der Widerstandszone um 1965 US-Dollar vollzogen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und liked. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday! Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading.